Diese Männer könnten einen Arzt gebrauchen. Sie waren lausige Übungspartner. Jeder Einzelne. Ich brauche jemanden, der kämpfen kann, wegen der Schlacht der 100 Hände. Ich brauche einen Helden. Ich bin nur eine Söldnerin, kein Held. Trotzdem kann ich dir vielleicht bei deinem Problem helfen. Nun, ich kann dich nicht auf traditionelle Weise bezahlen, aber ich bin eine zugelassene Kandidatin. Wenn du mit mir übst, können wir beide offiziell teilnehmen. Diese Schlacht? Die Schlacht der 100 Hände ist der zermürbendste Wettbewerb der griechischen Welt. Die Verluste sind hoch und die Gewinnchance gering. Bist du sicher, dass du dich darauf vorbereiten willst? Ich werde hart an mir arbeiten. Danach entscheiden die Mäuren. Demut steht dem Kriegergeschlecht gut, solange es dem Verschleiern der Grausamkeit dient. Denn die braucht es in der Schlacht. Sagen wir mal, ich wollte in der Schlacht der 100 Hände kämpfen. Dann kämpf gegen mich und erweise dich als würdige Übungspartnerin. Du hast es so gewollt. Komm schon, Söldnerin! Tut weh, nicht wahr, Helden? Gibt Schlimmeres. Das tat weh. Oh, habe ich dich erzürnt? Du bist süß, wenn du zornig bist. Was? Bin ich zornig? Natürlich nicht! Du sollst mich fordern! Ah!
Anscheinend bist du die Heldin, nach der ich gesucht habe. Eine echte Spartiate, nicht wahr? Das stimmt. Man erkennt es an deinem Kampfstil. Aggressiv, aber beherrscht. Mein Name ist Roxana. Cassandra. Als nächstes steht Bogenschießen auf dem Programm. Bist du bereit? Ich bin bereit. Dieser Eifer. Nun, eine Ladung Wölfe hat ganz in der Nähe Schiffbruch erlitten. Sie sollten in der Schlacht zum Einsatz kommen. Doch jetzt sind sie unsere Übungsziele. Gehen wir jagen. Wir sind in sicherer Entfernung. Lass uns die verfluchten Wölfe schießen, bevor sie sich die hiesigen Kinder holen. Mal sehen, ob ich vielleicht das ein oder andere von dir lernen kann. Es ist schön mit dir hier draußen. Nur wir beide allein. Ja, ist das so? Unser Übungskampf hat viele Zuschauer angezogen. Dann wird es dich freuen, dass der Rest unserer Übung privater abläuft. Dann mal los. Ich könnte ein paar Pelze brauchen. Eine wahre Heldin. Ich wusste es. Halt den Bogen bereit. Wölfe erlegen oder nicht? Wie fandest du den? Unsere Schießübungen hatte ich mir anders vorgestellt. Die Wölfe sind tot. Das ist alles, was zählt. Wenn du es sagst. Wie viel muss ich noch üben, bevor ich an der Schlacht teilnehmen kann? Was? Willst du nicht mehr Zeit mit mir verbringen? Die Zeit mit dir war wirklich... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dann sag nichts. Auf eine seltsame Art erkenne ich mich selbst in dir. Ja. Wir kennen uns erst so kurz und haben doch eine Verbindung. Du bist ein einmaliges Geschöpf. Es fehlt noch ein Schritt in unseren Übungen. Wohin? Zu mir. Sollen wir weitermachen? So, jetzt sind die Kinder von Hydria vor hungrigen Wölfen sicher. Können wir jetzt weitermachen? Du scherzt, aber sie waren eine echte Gefahr. Deine Entscheidungen haben Konsequenzen und mit deinen Taten hast du den Menschen hier geholfen. Also, sollen wir die Übungen abschließen? Wir haben noch einige Dinge vor uns. Beim Üben oder miteinander? Wir hatten so viel Spaß. Wir haben gekämpft, Wölfe gejagt. Und weiter? Die nächste Übung wird dir sicher gefallen. Ja. Wir machen einen Wettlauf. Wer zuerst am höchsten Punkt der Insel ist, gewinnt. Ich bin bereit. Ein Rennen zum höchsten Punkt? Ja, das Plateau auf der anderen Seite der Stadt. Wenn ich lossage, beginnt das Rennen. 3, 2, 1, los!
Soll ich langsamer laufen? Man vergisst leicht, wie wunderschön es hier ist. Wenn man sich so hart vorbereitet, meinst du? Ich reise viel, aber meistens im Auftrag anderer. Dann bin ich so auf die Drachmen fixiert, dass ich aus den Augen verliere, was vor mir liegt. Und das wäre? Die Meeresbrise im Gesicht, die Sonne auf der Haut. Der Rücken eines Pferdes unter mir. Hier oben erinnere ich mich daran, im Jetzt zu leben. Ich verstehe, was du meinst. Wenn du Barnabas sagst, dass ein Seeungeheuer in deinem Ohr lebt, würde er es glauben. Klingt nach einem echten Dummkopf. Eigentlich ist er einer der ehrlichsten Menschen, die ich kenne. Das da ist die Insel Melos, wo so viele Krieger den Tod finden. In der Schlacht müssen wir vielleicht gegeneinander kämpfen. Und nur eine kann überleben. Ich dachte, du kommst her, um im Jetzt zu leben. Und wie findest du diesen Moment? Nehmen wir uns mehr als einen Moment. Musst du so viele Schichten tragen? Das gehört zum Beruf, schätze ich. Dann heißt es wohl Abschied nehmen. Bis zur Schlacht, meine ich. Machen wir es nicht unnötig schwer. Eins lässt mir keine Ruhe. Wir müssten die Schwerter nicht kreuzen. Du müsstest genauso wenig wie ich an der Schlacht teilnehmen, doch du wirst. Das stimmt. Leb wohl, Roxana.